Oh, blooming heck, it's very low in it. It is. The lifeblood of the class 93. Oh, wow. ABB obviously helps. Yeah, your ceilings are incredibly low. There's a turbo or a fan. That's definitely a turbo. Brilliant. And wheel chocks. Look how clean it is. There's your radiator grills. All grills. There is the beating heart of the Loco. Oh wow. Blimey, it's quite tight. It is a very narrow fit. Look at this. This is absolutely cool. Blimey. Clean it is. It will not look like this for long, folks. And there's your radiators. Wie soll ich das erklären? Motorbremse halt. Nee, keine Motorbremse. Der erhöht quasi die Drehzahl von dem Motor, damit das Strömungsgetriebe quasi rückwärts läuft. Verstehst du wie? Dadurch kommt halt das Bremsen zustande. Das heißt, eigentlich verbraucht er dann Bremsen mehr Diesel als im Leerlauf. Das ist halt wirklich nur, das ist halt wirklich nur dafür da, um die halt Scheibenbremsen zu schonen. Ich habe dieser Wechsel von diese zu Elektro bei dieser Lok. Weil der Vektor musste erstmal anhalten. Sicher? Anzeige ist ja bloß ein bisschen vor, wieder wie auf der Vektor. Oh, bisschen, ja. Here we have 99002. So it's UIC number. I can't wait to get a picture so I can, you know. Well, what's that gonna be? I'll just, as soon as they're out, I'll quickly. There you go. Oh, okay. Yeah.